Falls ihr als Zuschauer oder ihr als anderer YouTuber zum Beispiel euch mal gefragt habt, wie ist es jeden Tag ein Video hochzuladen und was für Resonanzen erfährt man daraus und was für Gewinne kann man daraus erzielen, dann bleibt bei dem Video unbedingt dran, denn das werde ich euch heute erzählen. Was geht ab? Mein Name ist André und das ist mein Statement, habe ich jetzt so als Titel geschrieben oder auch Tag 10 der Review Week, wie man es nennen möchte. Und zwar, wie ihr wisst, Freunde, oder für die Leute, die es nicht wissen, ich habe letztens, also diesen Monat, jeden Tag für 9 Tage lang, jeden Tag ein Video hochgeladen und ich gebe euch heute meine Erfahrungen damit, wie ist das, jeden Tag ein Video hochzuladen? Ist das stressig? Also ist es machbar, das hochzuladen? Wie gehen die Ideen einen aus? Also hat man genug Ideen dafür? Was hat man für Vorteile? Also wie sehen die Aufrufe aus, die Wiedergabezeit und die Abonnenten? Und am Ende zeige ich euch nochmal die Einnahmen, die ich in dieser Woche generiert habe oder in diesen 9 Tagen. Da das für einige von euch interessiert, wie das ist, Daily Uploads zu machen, werde ich euch dieses Video hier bieten. Und genau, erstmal zum Thema, wie ist das stressig, ein Video zu machen? Also, die Videos zu machen für 9 Tage hintereinander, ist relativ stressig. Klar, kann man sich auch denken. Was ich gemacht habe, ich habe die Videos erstmal vorproduziert. Das heißt, ich hatte schon 5 Videos fertig, habe die schon hochgeladen gehabt, Thumbnails gemacht, alles schon fertig gemacht, nur darauf gewartet, bis ich die anderen Videos fertig mache. Und währenddessen ich die anderen Videos fertig gemacht habe, habe ich schon die ersten Videos hochgeladen gehabt. Das heißt, so hat man quasi keinen Zeitdruck unbedingt und hat schon mal die erste Woche quasi fertig verplant oder die ersten 5 Tage, sagen wir so, und muss sich nicht mehr so viele Gedanken darüber machen, ob man die anderen Videos nochmal schnell produzieren muss oder dann doch einen Tag vielleicht Zeit hat. Videoideen, kommen wir zum zweiten Punkt direkt, auch kein Problem gewesen. Es war eine Review Week, das heißt, ich habe 9 Manga zugeschickt bekommen gehabt und zu jedem Manga ein Video gemacht. Ich meine, die Videos waren jetzt nicht unbedingt krass aufwendig, das war ein kleines Review, 3 bis 4 Minuten. Klar, man muss sich überlegen, was man genau sagt und wie man etwas verpackt, damit es die Zuschauer dann doch packt, weil es ist im Endeffekt nur ein Review. Aber durch ein bisschen Gedanken machen und durch ein bisschen Nachdenken hat man das ja doch hinbekommen. Und deswegen, zweiter Punkt, würde ich auch sagen, war sehr entspannt. Kommen wir zu den Aufrufen, die meine Videos gemacht haben. Und zwar werde ich euch hier ein paar Bilder einblenden, während ich rede darüber. Und ich gucke hier nebenbei auf meinen Laptop, um zu gucken, was ich sagen kann natürlich. Also, ich habe pro Tag bei dem allerersten Video 1144 Klicks gemacht. Durchschnittlich bei mir, so wie immer, würde ich sagen. Und diese Klicks habe ich dann ungefähr jeden Tag auch bekommen. Klar hat es ab und zu mal Downfälle, zum Beispiel am Tag 6 war das. Da habe ich weniger als 1000 Klicks gemacht an einem Tag. Aber dann, bei den anderen Tagen war es dann auch wieder okay. Und die Klicks waren eigentlich, kann man sagen, bei 1000 pro Tag. Das heißt, 1000 mal 9, 9000 Klicks habe ich dadurch gemacht. Durch 9 Videos, die relativ schnell gemacht wurden. Bei der Wiedergabezeit sah es anders aus. Da habe ich weniger gemacht. Zum Beispiel durchschnittlich bei einem normalen Video mache ich Wiedergabezeit ungefähr 100 Stunden. Und hier habe ich pro Tag 50 bis 60 Stunden Wiedergabezeit gemacht. Klar, es liegt auch daran, die Videos sind jetzt nicht krass aufwendig, die sind nicht krass lang. Man kann da nicht unbedingt wirklich viel Wiedergabezeit rausziehen, weil die Videos kriegen weniger Klicks als in Reviews und weniger Klicks heißt auch weniger Wiedergabezeit und weniger Wiedergabezeit heißt auch weniger Wiedergabezeit. Ja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also, da sah es auch okay aus. Wie sah es dann mit den Abonnenten aus? Ich habe mir gedacht, also meine Spekulation war, dass ich mindestens 100 Abonnenten mehr mache durch diese Review Week, weil ich mein Daily Upload ist Daily Upload, okay? Ich habe sehr viele gute Resonanzen bekommen. Meine Community hat sich sehr darüber gefreut, dass ich jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Das haben die mir auch privat geschrieben und sonst woanders. Ja, das Ergebnis war dann doch eher ernüchternd, würde ich sagen. Am ersten Tag 17 Abonnenten, dann 16, 11, 7, war okay. Ungefähr 10 Abonnenten pro Tag. Klar, 10 Abonnenten pro Tag sind viel. Also, was heißt für viel? Für mich ist es normal. Für mich ist es durchschnittlich. Für andere ist es aber sehr viel. Also, ich will das gar nicht runterreden, okay? 10 Abonnenten, wenn du 10 Abonnenten pro Tag machst, machst du auf jeden Fall alles richtig. Abonnenten waren auch okay. Also, würde ich sagen, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, jeden Tag ein Video hochzuladen, lohnt sich das. Wenn du dafür die Zeit hast, auf jeden Fall, dann mach das. Go for it. Vor allem, wenn du andere Videos machst als Reviews. Würde ich jetzt jeden Tag richtige Videos bringen, also vernünftige Videos in Anführungszeichen, wie das jetzt zum Beispiel, was ein bisschen länger geht, wo ich ein bisschen mehr rede, wo ich ein bisschen mehr Inhalt zeige, was ein bisschen mehr Klicks bringt, dann lohnt sich auf jeden Fall. Aber dafür habe ich keine Zeit, weil ich meinen Videos eher Mühe reinstecken will. Also mehr Qualität als Quantität. Nur halt in der Woche jetzt nicht, weil ich halt Videos gemacht habe zu Manga. Ein Review, Review Week, wie gesagt. Ich musste dazu Videos machen. Habe ich auch gerne gemacht natürlich und habe mich auch sehr gefreut. Und ich möchte jetzt gar nicht um den heißen Brei reden. Ich glaube, wir wollen alle einfach nur wissen, wie viel Geld ich verdient habe. Und soll ich euch das zeigen? Bei 2000 Likes mache ich... Nein, Spaß, Freunde. Also ich zeige euch gleich meine Einnahmen. Vorher möchte ich aber nochmal was sagen, okay? Zum Thema Einnahmen. Das Geld bleibt auf meinem YouTube-Konto. Ich habe das einfach da. Ich lass mir das nicht auszahlen, nix. Es ist einfach nur da und dieses Geld, müsst ihr wissen, ist durch Werbeeinnahmen generiert worden. Das heißt, durch Werbung, die vor und nach dem Video gespielt wurden. Zwischen dem Video nix, weil die Videos halt nicht über 8 Minuten gehen. So, da haben wir schon mal das nächste, warum es nicht lohnt, unbedingt solche Videos zu machen. Wenn du jetzt nur auf Geld achtest, ne? Sollen wir so sagen. Durchschnittlich mache ich am Tag 1 bis 2 Euro durch YouTube, okay? Durchschnittlich. Also, wenn ich kein Video hochlade, mache ich 1 bis 2 Euro pro Tag. Wenn ich ein Video hochlade, was zum Beispiel ein bisschen mehr Klicks bekommt, mache ich am Tag auch 5 bis 6 Euro. Das liegt danach an meinem CPM. Mein CPM liegt bei 5,37 € und mein RPM bei 3,16 €. Was relativ gut ist, geht natürlich aber noch besser. Dann zeige ich euch jetzt die Einnahmen. Am ersten Tag der Review Week
habe ich 3,45 Euro gemacht. Das schreibe ich mir jetzt auf, weil ich möchte das ausrechnen und wissen, was ich am Ende so verdient habe damit. 3,45 Euro. Dann am nächsten Tag 4,73 Euro. Ich weiß nicht, welches Video war das, Tag 3. Manga ohne Text, das Blame Review, das hat am meisten Geld bis jetzt gebracht. Am nächsten Tag 3,47 Euro. Ich glaube, ihr checkt das ungefähr 3 bis 4 Euro pro Tag. Rechne mal den Rest dann aus und möchte euch das jetzt hier ersparen. Was man aber sagen kann, man hat ganz klar gemerkt, je mehr Videos kamen, desto weniger Klicks kamen, je weniger Reichweite kam und je weniger Umsatz kam, in Anführungszeichen. So, und der letzte Tag war 2,45 Euro. Ich habe in 9 Tagen durch YouTube 27,51 Euro gemacht. Also rein YouTube-technisch. Wenn du das jetzt auszahlen willst, musst du noch Steuern bezahlen. Dann machst du das einmal durch 2. Also 13,07 Euro. Die hast du jetzt. 13,07 Euro für 9 Videos. Ja, lohnt sich unbedingt. Das ist ja ein Stundenlohn von 20 Cent oder so. Also, wenn du jetzt YouTube nur anfängst wegen dem Geld, kannst du das erstmal von vornherein vergessen. Das wird erstmal nichts werden. Klar, du machst ein gewisses Taschengeld nebenbei, kann man so sagen. Also irgendwo lohnt es sich dann schon, aber du musst natürlich auch deine Leidenschaft in YouTube haben, Spaß daran haben und einfach Bock darauf haben, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich mache dieses Video jetzt, um euch zu zeigen, um transparent zu sein, wie ihr das machen könnt, wenn ihr Daily Uploads machen wollt. Aber meine Empfehlung ist es, ladet pro Woche 2 bis 3 Videos hoch. Ein Video reicht auch, okay? Aber macht diese Videos so gut, wie ihr könnt. Gebt so viel Mühe rein, wie ihr könnt, so viel Zeit, wie ihr könnt und versucht dieses Video einfach perfekt zu machen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche dieses Video ehrlich perfekt zu machen. Mit geilen Thumbnail, geilen Text, geilen Einblendungen, geilen Effekten oder sowas, weiß ich nicht. Zum Beispiel jetzt habe ich wahrscheinlich irgendeinen Effekt auf meine Fresse gemacht, wo ich einfach so groß werde oder sowas. Wie jetzt zum Beispiel. Sowas. Also gebt euch auf jeden Fall Mühe. Versucht alles so zu machen, wie ihr damit zufrieden seid. Ich kenne das selber. Ich bin manchmal ein Perfektionist, dass ich mir manchmal denke, nein, die Stelle gefällt mir nicht. Ich mache das ganze Video nochmal neu, nur damit das passt und verpasse deswegen meine Upload-Zeiten. Darauf müsst ihr auch achten. Upload-Zeiten. Ich weiß nicht, was für ein gutes WLAN ihr habt. Mein WLAN ist scheiße. Bei mir dauert ein 10-Minuten-Video hochzuladen 12 Stunden. Ja. Idees, what it is. Trotzdem bin ich YouTuber geworden. Also keine Ahnung, warum ich nichts anderes mache. Irgendwie Musik oder so. So könnt ihr euch auf jeden Fall denken, dass es lohnt oder auch nicht lohnt. Meine Empfehlung ist es, macht Videos, wenn ihr Bock darauf habt. Und lest Manga, wenn ihr Bock darauf habt. Und lasst gerne auch ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr Bock darauf habt. Wir haben jetzt 3.366 Abonnenten. Wenn wir 5.000 Abonnenten knacken, kommt ein sehr, 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 sehr großes Manga-Gewinnspiel auf euch, wo ich 100 Manga verlosen werde. Okay, 100 Stück, das ist geisteskrank. Aber Freunde, bis dahin ist auf jeden Fall noch Zeit. Und da sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, Manga mit André, bruh.